Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Ja, wie schaut's aus mit uns? Wir haben hier Indien fast erobert. Wir haben einen Teil von Äthiopien als Kolonie. Und wir haben diese wunderschöne Kolonie, die gar keine Kolonie mehr ist, weil es zu uns gehört, in den südatlantischen Inseln. Mittlerweile haben wir hier schon 37.000 Einwohner. Wie wir es erobert haben, fand dort noch niemand. Und jetzt sind wir echt viele Leute schon hier. Also viele ist vielleicht übertrieben, aber es sind relativ viele Leute. Wir haben aus den unterschiedlichsten Gegenden Indiens sind hier Leute hergekommen, um Fische zu fangen. Oder in einer Fabrik zu arbeiten. Nicht schlecht eigentlich. Na gut, was soll ich sagen? Machen wir einfach weiter. Ist okay. Ist auch okay. Ja, nach unserem letzten Krieg haben wir unsere Leute alle von A nach B geschickt wieder. Sind noch alle am Weg. Mit etwas Glück findet hier wieder eine Revolution statt und wir können uns Indoor schnappen, wenn sich die von der Zentralmacht Großbritanniens lösen. Das wäre auf jeden Fall genial. All diese Staaten sind nicht nur in der Einflusssphäre von Großbritannien, sondern vor allem auch Satellitenstaaten von ihnen. Und bei solchen Revolutionen kann es dazu kommen, dass sie sich offensichtlich, dass sie den Satellitenstatus verlieren. Und wenn sie das tun, dann ist das nächste, was wir tun, ihnen den Krieg zu erklären. Jo. Ich überlege gerade, ob wir noch warten, den Briten den Krieg zu erklären wieder. Wir haben eine relativ hohe Militanz. Ein bisschen runter sollte die schon noch gehen. Also sollten wir unsere Truppen zumindest neu formieren. Ja, super. Hat schon recht. Könnte man dann eigentlich einfügen in unser Land? Die sind nämlich kein Satellitenstaat. Nein, wir haben keinen Kriegsgrund gegen die. Schade eigentlich. Hervorragend. In Eritrea verlieren wir Militanz. Mhm. Und Tibet haut uns raus. Ist eh klar. Das passt wieder perfekt. Eine Grippepandemie. Noch sehr was. Na okay, wir werden sie mit allen möglichen Mitteln bekämpfen. Kostet uns zwar Geld, aber bei weitem weniger als man denken würde. Und ich denke, wie viel wir schon. Wie viel wir hier schon. Eingenommen haben. Ich meine, wir sind bei 3 Millionen Überschuss. Wir bauen die ganze Zeit irgendwelche Forts und Fabriken aus. Wir werden dann immer wieder reinschauen. Wo ist nämlich Faisabad? Wo ist das Faisabad? Ja. Hier sammeln wir gerade alle unsere Truppen. Was da gar nicht. Hey, Schweden hat tatsächlich Nordfinnland erobert. Das ist ausgezeichnet.
Natürlich nehmen wir daran teil. Aus den Gebieten, in denen wir versuchen, Einfluss zu gewinnen, werden wir ständig rausgeworfen. Ich hasse diese Leute. Oh, immerhin, Äthiopien scheint bald in unserer Gewalt zu sein. So, schauen wir mal. Die mögen uns nicht ganz so. Das verbessern wir die Beziehungen. Die sind uns egal. Die wollen wir ja noch überholen als nächstes. Die kämpfen noch immer, ich glaube, gegen das Osmanische Reich. Ah, da verbessern wir auch die Beziehungen. Mit denen wollen wir nicht mehr kämpfen. Weil von denen haben wir schon sämtliche Kolonien. Ah, mit denen verbessern wir auch die Beziehung. Ist okay. Wir haben jetzt immerhin schon eine Alphabetisierung von 61%. Das ist auch nicht schlecht. Ist das immer so? Nein, wir machen die Oberschicht schlecht, genau unter uns. Weil, um ehrlich zu sein, diese Grippepandemie, das ist unfassbar, was wir da an Leuten verlieren, jeden Tag. Auf jeden Fall so lange, bis das da ist. Ah, Bukhara können wir jetzt in unsere Sphäre aufnehmen. Wieder ein neues Gebiet suchen, in dem wir versuchen, Einfluss zu gewinnen. Vielleicht die Mongolei. Wieso nicht? Viel schlechter ist das. Als nichts ist es auch nicht. Na, immerhin. Die Belagerung ist schon auf 43%, wenn wir noch ein bisschen warten, dann geht das schon. Für den neuen Krieg gegen Großbritannien möchte ich auch zumindest so lange warten, bis Deutschland mit in den Krieg einsteigen kann. Und darauf gehen, wohin zu regieren, erobern gehen. Sehen wir, wer mitmachen würde. Die haben noch eine Waffenruhe bis 1921. Ich ist der jetzt nicht hingegangen. Fällt mir gerade auf, wir müssen einen von den Panzern nehmen und zu denen bringen. Okay. So. Das heißt, das halten wir alles. Ihr seid jetzt natürlich noch nicht fertig, aber ihr braucht so einen Anführer. Gehen wir da mal die Pose weg. Dann können wir in der Zwischenzeit weitermachen. Was für Anführer. Was für Helden. Ja, super. Können die auch irgendwas? Oder sind die einfach nur da? Fürchterlich. Nicht alle Guten schon rausgeholt. Ach,
Geht schon gut aus. Doch Platz. Okay. So, wir bauen weiter Fabriken aus. Also, okay. Karachi? Wieso ein Karachi? Wer wollte nach Karachi gehen? Der Platz braucht zur Zeit noch nicht wirklich welchen neuen. Okay. Wenn wir weiter ausbauen natürlich. Also wir klassischen Inseln brauchen jetzt noch eine Weile nichts Neues. Schon baut das aus. Das auf jeden Fall noch, bis wir die teuren Sachen haben, also Autos und so Sachen. Weil, wenn wir das bauen können, sollten wir dort diese Fabriken bauen. Nordbengalen. Was habe ich jetzt gemacht? Das war nicht richtig. Karachi. Das müsste doch irgendwo hier sein. Und da ist Karachi, oder? Jo. Was ist da hergegangen? Wieso ist dann? Eine Kamine hier gegangen. Weiß das jemand? Keine Ahnung. Also ich nehme mal an, dass hier ein Sammelpunkt ist, aber warum? Ich will hier keine Truppen sammeln. Ich will hier sammeln. Ja, zurück zu den Fabriken. Mhm. Kiva ist bankrott. Ja, okay. Das ist uns egal. Jetzt habe ich schon wieder einen Botschafter ausgewiesen. Ärgerlich. Bengalen braucht auch mehr Typen. Genauso wie die Vereinten Provinzen. Die brauchen alle bei weitem mehr Fabriken. Bist du wahnsinnig? 240.000 Arbeitslose in den Vereinten Provinzen. Das ist nicht gut. Wer ist Afghanistan? Hat nicht so viele Arbeitslose, um genau zu sein. Gar keine. Hab schon wieder Pause. Ich hoffe, die Grippe ist bald zu Ende. Ah! Indisch-Zentralindien. Zentralindien, das ist Zentralindien, gell? Indoor zählt auch zu Zentralindien. Ah, Bundelkant auch. Bundelkant hat sogar zwei Regionen. Die könnten aus eigener Kraft sogar unabhängig werden von Großbritannien.
Wow, noch mehr Rebellen. Go, Indoor, go. Na gut, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Färbemittel. Haben wir außer Färbemittel noch irgendwas in unserem Land? Ich kann nicht nur Kleidung herstellen. Naja. Stofffabrik. Luxuskleiderfabrik. Machen wir mal die drei. Und dann schauen wir weiter. So, dann schauen wir mal, dass ihr hier eine Provinz von uns werdet. Und danach haben wir ihn schon fast. Alle indischen Provinzen umgemodelt. Die ganz kleinen da, die sind ja schon fast süß. Aha, Liberale haben sich gegen uns aufgelehnt. Okay, genau eine liberale Gruppe, wirklich jetzt. Na super. So, eigentlich sollte das Militär auch schon bald fertig sein. Ah ja. Was mit dem in Bombay? Wieso geht der nicht weiter? Und der in Lahore? Ah, verstehe. Deswegen geht der nicht weiter. Hat. Was ist da irgendwas Interessantes? Deutschland hat ein Militärbündnis mit Großbritannien geschlossen. Spinnen die denn? Können die doch nicht machen. Ich will Großbritannien angreifen. Wenn Deutschland auf deren Seite ist, dann habe ich ja keine Chance. Ekelhaft. Das macht das Ganze aber wirklich viel schwerer. Was für Kriege gibt es denn noch? Den Osmanischen Krieg noch. Aber ich fürchte, die armen Osmanen werden jetzt tatsächlich wieder verlieren. Es war ein kluger Zug von ihnen, dass sie eingestiegen sind in den Krieg, aber ich fürchte, sie werden eine auf den Deckel kriegen jetzt noch, weil die anderen sind einfach stärker. Was fies ist, weil sie haben da tatsächlich viel besetzt. Ja, aber Frankreich hat da oben schon ziemlich viel besetzt. Tja, Pech für euch Osmanen. Von mir gefangen quasi. Wie kommen denn die dorthin? Wo brauchen wir die? Die brauchen wir hier. Beziehungsweise
Rebellen, zeigt es den Briten, werft sie aus dem Land. Macht euch frei und unabhängig, damit ihr ein Teil von uns werden könnt. Immerhin, dort seid ihr in eurem Nationalstaat. Okay, okay. So, außerdem können wir eine neue Armee bauen. Nochmal so eine doppelte. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal. Bist du irre? Und zehnmal. So viele Leute. Unfassbar. So. Dann. Ah, geh weg, du dummes Ding. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Einmal. Und zweimal. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Und ganz zum Schluss. Terminische Panzer. Mhm. So, wo kommt sie hier hin? Vielleicht brauchen wir jetzt auch einen hübschen Platz. Zum Beispiel. Kommt schon. Mit 1. Juni erklärt ihr euch unabhängig von Großbritannien. Ihr erklärt euch unabhängig von Großbritannien. Ihr erklärt euch unabhängig von Großbritannien. Ihr Phasensystem. Aber noch haben wir die Chance, noch sind sie nämlich rebellisch. Wieso habe ich jetzt denn so ein großes Minus? Achso, eh klar, ich baue jetzt gerade eine Wahnsinnsarmee. Yes! Unabhängig von Großbritannien. Krieg erklären. Fortfahren. Vor die Rebellen, ihr wollt nur, dass sie wieder britisch werden. Das können wir in keinster Weise hinnehmen. So, Äthiopien ist jetzt auch Teil von meiner Einflusssphäre. Ausgezeichnet. Das heißt, mit Äthiopien werden wir keinen Krieg mehr führen. Au, das ist ja urfies. Machen sie jetzt total fertig, die armen Osmanen. Das ist echt nicht nett. Das haben sie echt nicht verdient. Wenn man mal bedenkt.
die Osmanen haben wieder auf den Deckel gekriegt. Aber jetzt kann ich da mehr erobern von den Briten, wenn sie Krieg mit mir führen. Was wahrscheinlich nicht so bald machen werden, solange sie deutsche Bündnispartner sind. Gibt's das? Das gefällt mir gar nicht. Wie konnte das passieren? Wie konnten die Deutschland zum Bündnispartner kriegen? Nichts Besseres zu tun? So, hallo Indoor, willkommen in Indien. Ha. Indisch Nagpur. Hervorragend. Hervorragend. Entfernen wir den Fokus mal. Nagpur. Wo ist denn Nagpur? Was ist dieses Gebiet hier? Ja. Yep. Das auch zu Nagpur? Yes. Das auch? Nö. War das? Yep. So, zunächst schauen wir uns mal an, was die dort produzieren. Oh, Färbemittel, wie ungewöhnlich. Aber auch Getreide. Das heißt, wir werden dort einerseits Dosen herstellen, andererseits in die Schnackpur. Wo ist das? Andererseits werden wir eine Glashütte bauen und eine Schnapsbrennerei reinbauen. So, wie schaut das aus? Spontan können wir weiter ausbauen. Ausbauen, das ist wichtig. Missouri können wir weiter ausbauen, auch das ist wichtig. Weiter ist gut. Wir haben gerade erst mal so richtig angefangen. Korasan brauchen wir nicht. Kaschmir nämlich auch nicht. Das machen wir auf, diese beiden. Wir fördern sie, so wie alle anderen auch fördern. Die Schnackpur haben wir jetzt gerade gebaut. Das bauen wir auch weiter aus. Immerhin fördern wir dort Facharbeiter. Bombay sowieso, weil die haben einfach noch immer zu viele Leute dort. Bihar genauso und so ein einiges zu viele. Gut, das heißt, wir haben erneut einen Teil Indiens erobert. Jetzt sind wir noch diesen bunten Fleck in der Mitte los. Großartig. Das heißt, wir dürfen nicht mehr Großbritannien direkt den Krieg erklären, sondern wir müssen seinen Bündnispartner von ihnen erklären. Deutschland zum Beispiel nach Belgien. Und
Partner Portugal wäre auch eine gute Idee. So meinst du eine Waffenruhe? Schützungsmuster verbündet mit Brasilien und Großbritannien. In Brasilien ginge auch. Schade, geht nicht. Und wir sind lieber verbündet nur mit denen. Gut. Warte mal, wir haben Xinjiang verloren. Wie das? Da haben sie mich rausgeworfen, echt jetzt? Vielleicht sollte ich diese Meldungen doch lesen. Und mich mehr darum kümmern, was passiert. Okay, Kinder, Herrschaften und alle zusammen, ich werde für heute wieder aufhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.